Was ganz Neues. Ja, ganz neu, vor allem in der Ausstattung, in der wir es hier haben. Das Rad, das kennen wir ja schon, das Charger 4 GT haben wir ja schon gezeigt. Aber hier jetzt mit Rohloff und ABS, alles an einem Rad. Und eine Alexa hier. Ja, so ähnlich, ne? Der neue Powermore von Bosch. Also das Rad haben wir jetzt quasi auf 1000 Wattstunden damit gebracht. Also 1000 Wattstunden Batteriekapazität. Charger, wie heißt es? 4 GT. Charger 4 GT, ein Klassiker bei euch mit ABS. Das kann man unschwer erkennen an diesen Impulsgebern oder diesen Teilen hier, die das aufnehmen. Das gibt es auf beiden Seiten der Räder, also einmal hier und einmal hier. Und der misst, ich denke, der misst den Unterschied der Umdrehungszahl vom Vorder- zum Hinterrad. Und dadurch kann der unglaublich viel errechnen. Genau, also es ist tatsächlich noch ein anderer Wert, der mit einfließt. Ja, blöderweise ist das Schulungsvideo schon ein paar Wochen her. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert wunderbar. Also vor allem, dass du eben nicht nach vorne über den Lenker absteigen musst. Also das da vorne ist ABS mit drin. Wir haben schon ganz viele Videos gemacht. Man kann auch, wenn es nass ist, Vollgas bremsen. Und du kannst zumindest mal die Stabilität behalten. Bei Motorrädern mittlerweile Pflicht ab 125 km/h oder 125er, die zwei Sitzplätze haben. Die brauchen ABS. Und hier siehst du sehr schön, alles ist drin, was das Herz begehrt. Ihr habt es aber so schön voll gemacht, die Kiste hier, dass es wirklich sich lohnt, das ganz genau anzugucken. Da ist die wohl beste Schaltung der Welt drin. Genau, also wir haben die Rohloff E14 jetzt in der zweiten Auflage für das smarte System. Da haben wir ja relativ lange drauf gewartet. Ist erst ab Januar so wirklich in der Auslieferung. Und ja, ist natürlich das Beste, was du haben kannst. Ne? Also richtig große Bandbreite, 14 schöne Schaltstufen. Ja. Besser wird's nicht. Supernova, Licht, das sind alles so Kleinigkeiten. Also man hat an nichts gespart. Genau, also auch der Rückscheinwerfer mit Bremslicht. Ne? Also wenn ich die Hebel betätige, gehen die Bremsleuchten noch an. Mach mal. Also das heißt, du drückst einen Hebel und tatsächlich es bremst. Geht nur mit Magura. Ist das korrekt? Das ist fast korrekt. Es gibt jetzt einen Konkurrenten, der auch noch auf dem Markt ist. THP ist da auch dran. Genau. Ist es die Magura? Bitte? Es ist hier Magura in dem Fall. Das ist Magura. Das ist Magura. Also ich weiß es, weil die das schon ewig gebaut haben und das ganze Thema Bremslicht funktioniert eben sehr, sehr zuverlässig. Also man kann damit auch noch andere Sachen steuern, wie zum Beispiel eine Schubabschaltung und was weiß ich. Brauchst du hier aber gar nicht, weil hier die Kette nämlich nicht kaputt gehen kann. Überhaupt die Schaltung hier, die könnte auch wahrscheinlich 150 Newtonmeter, oder? Ich glaube tatsächlich schon, ja. Also was du bei der Rohloff halt einfach machen solltest, ist einfach regelmäßig zum Ölwechsel gehen. Aber ansonsten ist das Teil verschleißfrei. Ölwechsel? Ja, genau. Getriebeöl? Genau. Also es wird mit dem Spülöl dann sauber gemacht und dann kommt frisches Öl rein. 1,4 Liter nehme ich an. Ja, ganz so viel kriegst du nicht rein. 200 Milliliter oder so. Aber das ist wirklich eine unkaputtbare Schaltung. Ich habe auch gehört, dass Leute, die gar keinen Ölwechsel machen, die kann sogar zerlegt werden, sie kann repariert werden, es gibt ja Ersatzteile einzeln. Also das ist eine Schaltung. Das Coole ist, die ist elektrisch, können wir gerade mal zeigen. Da vorne ist die Gangschaltung mit Up-Down. Warte mal, wenn du mal gerade deinen Finger etwas, ja oder so, das ist die Schaltung. Und wenn du jetzt mal betätigst, das klingt so ein kleines bisschen wie früher meine Erbsenpistole, die elektrische. Genau, du hörst schon, ich kann drei Gänge gleichzeitig durchschalten. Ist halt auch eine ziemlich feine Geschichte, dass ich nicht nur die einzelnen Stufen schalten kann, sondern wenn es mal schnell gehen muss, auch drei Gänge auf einmal. So, und das ist ein Carbonriemen ohne Vorspannung, denn die brauche ich nämlich nicht, da ich ja keine Kettenschaltung habe. Das heißt, muss ich mal gerade gucken, das ist ein Hardtail, oder? Ja, das ist ein Hardtail. Genau, das ist ein Hardtail, deshalb haben wir ja auch keine Spannrolle mit dran, sondern die Spannung vom Riemen wird halt über die Ausfallenden hier eingestellt. Ne? Also da kann ich den Riemen, wenn er sich dann irgendwann nach ein paar tausend Kilometer lenkt, kann ich den dann nachspannen. Ansonsten ist das Teil verschleißfrei. Mhm. Ich habe das mal gesehen, Kettenschaltung mit Riemen gibt es ja nicht, oder? Nee. Macht ja keinen Sinn. Nicht so richtig, nee. Jetzt überlege ja, der Riemen ersetzt ja die Kette, der Vorteil. Ich finde schon mal einen Riesenvorteil, dass die nicht schmutzig wird. Also das ist, wenn ich das transportiere im Auto habe und dann die Kette kommt immer irgendwo gegen,
passiert irgendwas, aber es gibt noch weitere Vorteile. Genau, also der Hauptvorteil ist halt wirklich, du musst das Teil nicht pflegen. Also musst hier kein Öl, Wachs oder sonst was dran machen. Es gibt zwar einen Riemenwachs, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist einfach nur, dass die Leute, die sich unbedingt um ihr Fahrrad kümmern wollen, dann was haben, was sie drauf machen können, brauchst du eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch das Gabelöl. Also es gibt so Gabeldeo, kennst du das? Dieses. Ja, also ich sag mal so, es schadet jetzt nichts, wenn du eine Gummidichtung ab und zu mal so ein bisschen mit Silikon behandelst. Davon lebt es eher ein bisschen länger. Aber natürlich ist es halt, ja. Aber der Riemenwachs, da sagst du auch, im Fahrzeug gehst du ja auch nicht hin und den Keilriemen, genau. Hast Wachs drauf. Genau dasselbe Thema eben. Also was dir eben nicht passieren sollte, dass der Riemen jetzt voller Sand hängt, weil dann ist völlig klar, wenn der dann über das Metallrad läuft, irgendwann fängt der an, porös zu werden. Also sauber machen darfst du den schon gerne, aber das mit dem Wachs kannst du ersparen. Man spricht von einigen tausend Kilometern, wenn nicht 10.000. Also es soll Leute geben, die haben den noch nie gewechselt. Ich zeig mal hier. Der Preis 8.718,30 €. Da werden jetzt viele Leute sagen, ja, dafür gibt es ja ein Auto. Ja, stimmt, aber ich glaube im Moment nicht neu. Nicht unbedingt neu, und ich meine, hier reden wir ja über das beste Charger auf dem Markt, ne? Riesenmüller Premium-Produkte. Ist schon klar, dass das teuer ist. Das soll auch nicht günstig sein, das ist nicht so der Selling Point. Ja, kommen wir nach links und dann zeigen wir mal die Gesamtsituation hier, schwarz, matt. Die waren ja mal bekannt für Farben bei Riesenmüller. Dieses Rot, Cayenne-Rot, wie hieß das? Es gab das Chili-Rot-Matt, Dynamic Red Metallic, also schon eher ein bisschen bunter. Jetzt ist es eher wieder gedeckter geworden. Supernova, das klingt ja schon hell. Genau, die M99 Mini, die überhaupt nicht Mini ist, sondern einfach ein riesiger Scheinwerfer mit Fernlicht. Wir haben sie schon öfter gezeigt, die verbaut Riesenmüller ja ganz gerne und auch wir finden sie klasse. So, smarte System, die Magura-Bremse, die Klingel finde ich ja schon fast noch süß hier dran. Da vorne ist ein kleiner Gepäckträger drauf gemacht, eine Luftgabel nehme ich an. Natürlich, also in der Variante nur mit Luftgabel, also GT, da hast du immer die breiteren Reifen und eine Luftfedergabel. Schön. Also ein richtig tolles Rad. Man kann es hier testen. Ihr habt GPS eingebaut. Was heißt denn das? Über was wird denn das versorgt, das GPS? Über die Hauptbatterie oder hat das noch zusätzlich einen Puffer? Das hat einen Puffer drin. Also wenn du jetzt die Batterie rausnimmst, um das Rad zu klauen, dann wirst du trotzdem noch verfolgt werden und zwar eine ganze Zeit lang. Also da ist noch eine Reserve mit drin. Aber die Reserve wird halt schon über die Hauptbatterie gespeist. So, 1000 Wattstunden, das muss man kurz erklären. Das hier, dieses Ding hier, ist ein Range Extender, nennt sich Power More 250. Wahrscheinlich ist die Zahl auch die Wattstundeneinheit. 750 Wattstunden sind jetzt im Rohr drin. Da fehlt noch ein Kabel, nehme ich an, oder? Genau, also da kommt noch ein kleines Kabel dazwischen. Ich kann es ja mal eben holen gehen. Ja, geh's mal holen, ich habe es noch nie gesehen. Und der Lucia ist mittlerweile auch schon angekommen. Ist ja schön, du musst es sogar bedienen ab und zu. Ja, ich muss manchmal für die harten Fälle auch an die Front. Ja, man muss dann. Hast es verkloppt bekommen? Ja. Sehr schön. Ja, ist ja heute so, der Kunde ist ja König. Der wollte nämlich noch ein Display haben, noch ein anderes. Er wollte dies und das und jenes. Habt ihr euch geeinigt? Wir haben uns geeinigt. Ist auch ein guter Kunde, der bei uns schon zwei Räder hat. Ist jetzt das dritte natürlich. Sind wir da natürlich auch, ja, entgegenkommend. So, RX-Chip. Was ist denn das? Das ist ein Ortungssystem bzw. Tracking-Tool von Riesenmüller, wo man mit der RX-Chip-App quasi das Rad orten kann, wenn es geklaut wird. Der Chip ist eine Woche autark, muss halt immer das Licht an sein, damit er sich auflädt. Deswegen ist auch bei den Riesenmüller oft oder fast immer das vom Werk aus das Licht eingestellt, sodass man es nicht selber ausstellen kann. Können wir aber in der Werkstatt abstellen, dass es bei Bedarf eingestellt wird. Lucia Mohr und Tobias Wagner, das Dreamteam in Kaiserslautern. Ich behaupte mal, ihr seid mitunter die bekanntesten Kaiserslauterner. Was hast du gemacht jetzt? Das ist das Kabel. Das geht einmal hier über so einen Spannverschluss auf den Stecker drauf und dann einfach einen Ladeport. Also Spannverschluss, das klickt so rein. Ist dann fest, okay. Damit es wieder rauskommt. Okay, machen wir rein. Sag mal, kann ich denn nur mit dem Powermore fahren? Theoretisch. Das würde auch funktionieren, macht aber nicht so viel Sinn. Also das System ist eher darauf ausgelegt, wenn die Batterie ist kaputt. Dann funktioniert es, okay. Das wird zeitgleich entladen, habe ich gehört. Also nicht erst der eine, dann der andere. Genau, also die entladen relativ parallel, also nicht exakt parallel, aber relativ parallel. In wie viel Prozentschritten, wissen wir es noch? Bei dem Laden? Beim Entladen.
Gleichzeitig laden die sich auf. Ja, also es gibt minimale Toleranzen, aber im Großen und Ganzen entladen sie halt gleichzeitig. Ist halt wirklich so gedacht, wenn du weißt, es wird eine lange Tour, mach gleich beide Batterien dran und entlade die parallel, dann funktioniert es am besten. Okay. So, und dann gehst du hin, klickst das Ding hier rein, das ist die Ladebuchse. Einziger Wermutstropfen ist, beim Aufladen kannst du erst den einen, dann den anderen laden. Es sei denn, du hast zwei Ladegeräte. Also viele kaufen sich ja oder haben vielleicht noch zwei Ladegeräte mit dem neuen Best 3, weil sie zwei Fahrräder haben, dann würde es gehen oder dann kann ich parallel laden. Ja, genau. Es ist ein tatsächlich autarker Akku, der ebenbürtig ist zu einem großen. Ich könnte quasi mit den Akku halt rausmachen, wie du eben gesagt hast, und nur mit dem fahren. Aber wie gesagt, es lädt auch immer der als erstes, der am schwächsten ist. Und der entlädt sich als erstes, der am stärksten ist. Aber es wird versucht, dass das gleichzeitig ist. Das heißt, die passen sich an. Wenn einer voll ist, der andere halb, dann wird der Hauptakku, der voll ist, angepasst. Und dann entladen die sich beide gleichzeitig. Und so ist es auch umgekehrt beim... Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden, wenn du es mir gerade nochmal erklärst. Also der Akku, der hier voller ist wie der hier, wird als erstes entladen beim Fahren. Wenn die sich dann angleichen, dann... Der vollere wird zuerst entladen. Genau, und dann gehen die gleichmäßig runter, oder? Genau. Ja. Nochmal jetzt verstanden? Sicher? Zu 90%, das war der Stand letztes Jahr. Vielleicht haben die was softwaremäßig geändert und dann... Gut, ich hab ja keine Ahnung, ich muss dir glauben, was du jetzt sagst. Nee, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall funktioniert es zeitgleich, mehr oder weniger. Das heißt nicht erst der eine, dann der andere. Sag mal jetzt mal eine blöde Frage. Denkst du, da kommt noch ein Powermore 500? Also ich glaube es nicht, weil wir hier schon am Limit sind, was die Fassung... Was die Aufnahme angeht, genau, vom Gewicht. Weil wir haben schon teilweise Hersteller, die sagen, das geht mit unserem Rahmen nicht oder sagen gar nichts dazu. Wenn da nichts dazu gesagt wird, also es gibt tatsächlich sogar Seiten, wo geguckt werden muss, ob das passt. Also momentan haben die Informationen, glaube ich, wer war das? Cube Scott und noch irgendeiner rausgebracht, wo das safe geht, wo die Aufnahme das hält. So, schön, dass du da bist, Lucien. Stell dich mal bitte hinter das Fahrrad. Tobi, komm mal her. Und wir machen mal den großen Test. Komm ruhig mal neben mich hier links, Tobi. Dann darfst du gleich mal ein kleines Signal geben. Vielleicht zählst du mal gerade von 3 bis 1 runter. 3, 2, 1. Ja, hochheben. Was? Und? Ist schwer. Das muss man dazu sagen. Es ist ein kleines Moped, oder? Das ist ein kleines Moped. Also allein schon die Batteriekombination ist hier natürlich massiv schwer. Dann kommt noch die Rohloff-Narbe dazu, die Gewicht hat. Wir haben noch einen extra Frontträger dran. Also ich habe jetzt einen Trick angewendet. Wenn du normalerweise jetzt ein Pflaster abziehst von der Haut, da sagst du ja auch nicht vorher, wann du es abziehst. Sondern ich wollte dann einfach nur, dass du es mal hochhebst. Ist schon empfindlich hier das Matte, oder? Auf jeden Fall. Einmal mit Fettfinger dran, dann kannst du wieder nachpolieren. Kannst du nachpolieren. Es gibt auch eine Pflegeanleitung, also hier bitte nicht mit irgendwelchen Poliersachen ran, oder? Genau, war gerade ein blödes Wort. Nimmst Mattpflegespray. Mattpflegespray. Mach mal an, bitte. Können wir mal zeigen. Da vorne ist übrigens der Fernlichtschalter. Dann haben wir hier ein Kiox, wer auch immer diesen Namen erfunden hat. 300. Genau, also 500 geht natürlich auch drauf, ist ja dieselbe Halterung, aber mit 300 wird es ausgeliefert, wenn man es so konfiguriert. Schön. Was hast du? Achso, die Gänge sind jetzt dran. Mensch, ein ganz schön smartes System. Ja, und du kannst schön im Stand schalten, auch bei Last. Also das ist eine richtig coole Nabenschaltung, die ja, 526% Übersetzungsbandbreite hat, Spreizung, wie eine Kettenschaltung, aber so robust ist, wie, ja, wie robust ist sie halt. Mega robust. Und du hast halt kein Fetten von der Kette, kein Säubern und ja, hast den Riemen. Also was will man mehr, wenn der Preis nicht wäre, ne? Stimmt. Allein, ich glaube, die Schaltung kostet fast 2000 Euro. Ja, ganz so viel. Ja, doch, knapp. Ja, sind knapp dran, hast recht. Also 2000 Euro. Wenn man das abziehen würde, da wäre es nur 6,5. Also man muss sagen, man könnte allein durch die Änderung der Schaltung den Riemen nochmal abziehen mit allen drum und dran. Also es sind wirklich die Summe der Einzelteile. Natürlich die beste gefederte Sattelstütze am Markt, Cane Creek. Also da ist wirklich, das ist der Mercedes unter den Sattelstützen. Ja, mal mindestens der Audi. Also ich persönlich mag die bei Schulz ein kleines bisschen mehr, aber die Cane Creek Fatbuster, wie sie heißt, ist auch richtig gut. Kriegst du auch verschiedene Elastomere, damit das eben zum Gewicht passt. Ja. Okay, also was gibt es noch zu berichten? Wir haben eine ordentliche Bereifung drauf. Das ist eine Mischbereifung. Da wird Lucien uns jetzt ein bisschen was erzählen, denn dieser Hersteller Schwalbe klingt deutsch, ist deutsch? Ja, genau. Ist einer der größten Reifenhersteller der Welt und ist halt
gerade im europäischen, deutschsprachigen Raum die Nummer 1. Gerade so Innovationsmäntel wie der Johnny Watts oder das neue Profil vom Smart Sam, wo halt auf jedem Untergrund eine gute Performance hinlegt, ist halt für viele Leute schon das erste Wahl. Das erste Mittel der Wahl oder so, sagt man. Ne? Sehr schön. Und da du jetzt schon geübt hast, lass den Bock mal runterholen. Und ihn mal rausbringen. Und dann werden wir ihn mal Probe fahren. Bosch Performance CX, nehme ich an, ist drin. Also der stärkste Motor von Bosch. Natürlich. Beim Charger nur. Ihr habt ja den Preis jetzt auch bestimmt eben schon angesprochen, oder? 8,8 glaube ich. 8,7. Aber das ist mit Range Extender, mit ABS, mit dem Kiox Display. Ja, das haben wir alles schon. Ja, ist schon klar. Also ist alles dabei, haben wir schon gesagt. Also jetzt mal ehrlich, das ist ja auch Liebhaberei hier, so ein Ding. Also es gibt ja auch ein Fahrrad für die Hälfte, das fährt auch. Klar, du bekommst bei uns auch ein Bike für 2.800 Euro, was theoretisch auch ähnlich fahren kann. Aber da hast du halt keine Rohloff, hast nicht so viel Akku, hast keine Luftfeder. Also, ja. Liebhaberei, sage ich nur. Aber es gibt ja viele Leute, die lieben diesen Sport, Radfahren. Die sagen, ich will ein unkompliziertes Rad, was möglichst wenig in der Werkstatt ist. Hier hast du natürlich Komponenten, keine Kette mehr. Du hast hier diese Kugellager-Schaltung. Das ist ja High-End. Ist er schon wieder weg. Der hat keinen Respekt vor der Kamera. Ist wirklich so. Nee, hat er nicht. Nee. Aber es ist schon, gib dem Mann ein Rad. Jetzt habe ich gemerkt, die Lampe ist relativ hoch eingestellt gewesen und du blendest hier schon den ganzen Fußgängerverkehr. Die sollte man genau einstellen. Die ist so hell. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, spätestens beim Fernlicht, da solltest du eh gucken, dass du keinen Gegenverkehr mehr hast. Aber stopp. So, jetzt sieht man sehr schön, du bist jetzt... Gefahren, der Sattel könnte einen Ticken tiefer sein, glaube ich, oder ist es okay für dich? Ist der Rahmen ein bisschen groß, ne? Naja, ein bisschen tiefer wäre vielleicht nicht verkehrt, ist schon ein zweitgrößter Rahmen, 53er, geht aber noch so, wenn es ein bisschen niedriger wäre. Geht, also Sattelstütze nochmal ein bisschen höher. Sattelstütze höher. Also es ist rundum ein extrem gelungenes Fahrrad, das dem neuen Besitzer bestimmt ganz viel Freude bereiten wird und durch den RX-Chip natürlich unklaubar ist. Also ich habe gehört, habt ihr schon Fahrräder gefunden eigentlich? Also ich würde da jetzt nicht so weit gehen, dass es unklaubar ist. Man kann halt der Sache nachgehen, ne? Aber ich sag mal so, ist halt so eine Frage, ob man das dann nachgeht selber. Die haben ja ein Team, wo sie, glaube ich, rüberschicken, ne? Wo das dann sich aufsucht. Aber man hat halt die App und sieht dann, wo sein Rad ist. Und bei so einem High-End-Rad ist es ja, Tracking-High-End-Rad, will vielleicht der Besitzer oder die Besitzerin wissen, wo es ist. Ich kenne sogar den Namen von dem Team. Das heißt dann Team Rohloff. Das kommt dann vorbei, ja. Das ist... Der ist normalerweise bei McDonald's und bei Burger King, guckt da die Hygiene. War doch der, oder? Nee, ich weiß nicht, auf was du jetzt meinst, aber ja, also du kannst halt auf deinem Handy auf jeden Fall mal schon mal sehen, wo das Rad halt ist. Ne? Ich bin mal gespannt. Also bedeutet Diebstahlschutz aktiv und passiv, weil die haben ja schon ganze Motorräder haben die mitgenommen, indem die da mit so einem, ich sag mal, Bus rangefahren sind, VW-Bus, dann kamen 6 Leute raus und haben die so ein Motorrad mal eben reingetragen. Hast du schon mal gesehen, das Video? Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, beim Fahrrad ist es natürlich immer leicht, das zu klauen. Ja, so einfach ein bisschen Zusatzsicherheit bringen. Ne? Ja, einmal vollladen ist hier ganz einfach zu berechnen. 1000 Wattstunden heißt, eine Kilowattstunde würde das kosten, das Ding vollzuladen plus minus. Also liegen wir bei rund einmal vollladen 30 Cent roundabout. Genau, und wenn du dann halt noch so, keine Ahnung, deinen Reifenverschleiß reinrechnest und so Geschichten, wirst du trotzdem merken, dass du sehr, sehr günstig mobil bist mit dem Bike. Ja, wir sind bei einem der größten, bedeutendsten und Weltbesten im ganzen Universum. Ihr seid was ganz Tolles, ihr seid Erlebnis-Store. Das heißt, ihr haltet sogenannte Testbikes vor. Ich zeige das mal. Hier steht nämlich Testbike drauf. Ihr habt das just erst ausgepackt und schon ist es ein Testbike. Genau, also wir haben tatsächlich vordefinierte Testbikes. Da geht es halt darum zu zeigen, was geht. Deshalb ist auch hier einmal volle Hütte. Das ist quasi alles dran, was du bei so einem Charger dran bauen kannst. Damit der Kunde es schön probieren kann. Wir probieren mal ABS. Helm vielleicht? Ja, geh mal kurz einen Helm holen. Und das ABS ist wirklich eine feine Sache. Du hast es schon probiert. Ist das am Anfang Überwindung, ganz durchzuziehen? Weil das hier ist eine Magura 4-Kolben. Ja, bei einer Magura ist das schon eine Überwindung, weil die beißt ja schon rein. Und da hat man natürlich keine Lust, hier in der Straße irgendwie mit einem 10.000, 9.000 Euro Rad sich abzulegen. Ne? Und einem 5.000 Euro Kopf, der noch kaputt geht. Deswegen holen wir dir jetzt mal einen Helm. Ja.
Guck mal hier, 13%. Die kommen immer so mit roundabout 20%, wenn die neu sind, gell? Genau, so 15-20% in dem Dreh. Wir lassen sie dann halt so, weil sie dann, weil das schonender ist für den Akku, aber manchmal laden wir sie auch ein bisschen auf 50-60%. Und wichtig ist es halt nur nicht, dass die voll aufgeladen und dann monatelang rumstehen. Weißt du, was geil ist? Dass das so ein Understatement ist von der Optik her. Das finde ich. Sag mal, ist jetzt das zu sehen im Display hier die Batterie, dass das zwei Batterien sind? Sieht man das jetzt? Welche? Oh, krass, guck mal hier. Mhm. Da sind zwei Batterien drin. Ja. Habe ich so noch nie gesehen. Und hier siehst du sogar, was dein Smartphone hast, wenn du es koppelst, wie viel Batterie dein, dein Smartphone-Akku hat. Und hier dann die zwei Batterien, genau. Ja, gibt es auch einen USB-Anschluss eigentlich beim smarten System? Kann man das nachrüsten? Nee, gibt es jetzt hier nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also ey, liebe Bosch-Leute. Bei Stevens. Bei Stevens gibt es das. Okay. Ich hoffe, der Kollege kommt gleich. Der hat wahrscheinlich gerade einen Kunden, den er beraten muss. Oder? Ja, so geradeaus, wo unser Abus Moon Trailer Helm ist, weil der ist anscheinend schon verkauft worden. Er guckt jetzt noch um. Ah, jetzt kriege ich einen Scott Helm. Sehe ich gerade. Naja, gut. Mir ist kalt. Mir ist auch kalt. Get 1 year connection right free. Das heißt, da ist eine SIM-Karte drin, richtig? Und der funkt trich ins Mobilfunknetz. Ich glaube, das geht über GSM, ja. Aber muss es ja. Bin ich nicht sicher. So, da ist der Helm. Hast einen neuen Helm. Ihr habt den letzten Helm verkauft, habe ich gehört. Nee, also Helme haben wir immer genug hier. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, jetzt müsst ihr normalerweise auch noch die Spannung anpassen. Das sehe ich nämlich immer, finde ich total geil, wenn Jugendliche sich einen Helm aufsetzen beim Moped, den aber unten nicht zumachen. Ja, das bringt dann relativ wenig. Also sieht aber cool aus, wenn er unten nicht zu ist. Ja, total. So, ach, du willst ihn danach noch verkaufen, deswegen lässt du die Anhänger dran. Also Centrix für 200 Euro. Nee, der Centrix, oder doch? Ja, den haben wir jetzt mal getestet, komm. So, er wird jetzt Folgendes machen. Das hier geht jetzt leicht den Berg hoch, damit er noch mehr Power kriegt. Wird er jetzt den Berg bis zum Ende fahren. Und dann hier vorne wirst du jetzt mal 10W40 ausgießen über eine Fläche von 5 Meter? Nee, Öl wäre scheiße, glaube ich. Das wäre nicht gut. Ja, ich glaube, irgendwann rutscht dann auch der blockierte Reifen weg. Also. 10W40, natürlich hier für die Umweltschützer. Okay, er kommt jetzt richtig mit Speed. Also pass mal auf, kommt jetzt richtig mit richtig Speed, hat er. Und du hast voll durchgedrückt. Sicher, weil ich habe nichts gemerkt. Das ABS eben, es blockiert eben nicht. Genau, du hast ein bisschen mit dem Hinterreifen hat so ein bisschen gemacht, ne? Also wie hat's gemacht? Das da. Krass, mach nochmal. War so schön mal. Das war so schnell. Vielleicht mal von der Seite hier, von der anderen Seite. Vielleicht vorne oder hinten bremsen? Hier bremsen. Der hat nichts mehr drauf, der Lucian. Der war früher, war der. Bitte? Ja, hinten bringt ja nichts. Gut. Vorne bremsen. Hinten bringt nichts, warum? Weil das ABS vorne reguliert. Ne? Also. Und hinten wird ja auch entlastet beim Bremsen. Also da hast du eh kaum Bremswirkung. Das ist der Grund, warum viele Bremsen hinten nur zwei Kolben haben. Siehst du? Ja, genau. Da kommt er. Er hat geklingelt und jetzt Vollgas. Und steht. Also, das wäre. Also, das Blöde ist jetzt, dass es nicht. Dass wir jetzt keinen Neuschnee haben. Das wäre nämlich noch dramatischer. Oder Regen. Regen ist auch, glaube ich, ein dickes Ding, wo viele. Aber das Schlimme ist ja, dass du bei einer Vierkolbenbremse dich wirklich zum Überschlagen ist mir schon passiert. Ja, es ist eben schon passiert, der öfter fährt. Also in einer Schrecksekunde geht es ganz schnell. Deshalb finde ich es richtig cool, dass ABS jetzt wirklich auch optisch nicht mehr so. Ja, also früher der Fledermauskasten, der war richtig hässlich. Jetzt siehst du es eigentlich gar nicht mehr. Funktioniert wunderbar, ist erschwinglich, kann man machen. Kostet 300 Euro, glaube ich, mehr. Ja, ein bisschen mehr kostet schon. 400. Ja, könnt ihr im Konfigurator gucken, wie es Riese Müller weitergibt. 3,99, also kann ich aber euch nur empfehlen, wenn ihr schon so viel Kohle ausgibt, dann konfiguriert das ABS gerade mit. Und ist auch immer schön zu sehen, sag mal, wenn das ausfällt, das Fahrrad fährt trotzdem noch, oder? Ja, klar. Also das fährt und bremst trotzdem noch. Dankeschön. Ja, wir sind bei Konrad in Kaiserslautern. Jetzt muss ich mir angewöhnen, das Greenbikes nicht mehr zu sagen. Habe ich ja gemacht. 0631 89 1489. Ich bedanke mich tausendmal dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir Riese und Müller bei unserem Kanal zeigen dürfen. Ja, danke, dass es euch interessiert. Ne? Ja, also es interessiert die Leute, sonst gäbe es nicht so viele Aufrufe. Der wirklich das Polizeieinsatzfahrzeug unter den Fahrrädern. Ich glaube sogar, die Polizei fährt Riese und Müller. In manchen Bundesländern fahren die mit Riese und Müller tatsächlich, die Fahrradstaffel. Ja. Das sind weiße Charger gewesen die ganze Zeit mit blau. Mit hinten Kennzeichen habe ich sogar gesehen. Ja, ja, das sind dann die S-Pedelecs. Und wenn ihr so ein schönes Bike haben wollt, gerne mal in die Glockenstraße 4 in Kaiserslautern kommen. Ne? Kaiserslautern. So, tschüss.